Okay, der Run fängt an. Ciao, Vinny. Okay, dann bin ich raus und wir hören uns nachher gleich wieder. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Das sind 4 Minuten. 2. Vicky, damit sie zufrieden ist. Ja, willkommen zu Jack 3 The Journey Back Gold Edition. Man sieht ja auch schon an diesem wunderbaren Startmenü, an diesem wunderbaren Titelbildschirm, wie gut es ist. Und das Subgoal ausstellen. Auch mal so kurz ein. It's a great gem in the community for sure. Yeah, this is a common meme game. Eigentlich sollte das Subgoal jetzt Achso, das Subgoal ist aus. Gott, ich bin. Ignoriert mich. So, und dann geht die Schlussi los. Dann geht der Spaß los. Okay, in 3. Button, right? Yeah, the button. 3, 2, One, go. So. Let's get it underway. Here we go. Und wir sehen auch schon, wie wunderbar das Spiel erstellt worden ist. Welche Mühen nicht gescheut wurden, um das zu programmieren. Wie viel Zeit investiert wurde. Um es zusammenzufassen, das Spiel wurde wahrscheinlich irgendwann während eines leicht alkoholisierten Zustandes entwickelt. Und das Schlagen ist die schnellste Fortbewegungsart und Weise. Und wir müssen halt diesen Hindernis zusammenschlagen. Und im Prinzip sind wir irgendwann schneller als das Spiel. Und wir sehen eine Cutscenes. Ach du heilige Scheiße. Ja, einfach nur schlagen. Wir schlagen vorwärts. Und sind jetzt oben. Sehen einen Drachen und müssen den Angriffen des Drachen ausweichen. Fragt mich nicht, woher das Vehikel kommt. Es war einfach da. Und im Prinzip, man sieht auch schon, der Rixer bleibt einfach in der Mitte stehen. Ja, ab und zu weicht den Angriff aus und wir müssen halt abwarten, bis die Zeit oben abgelaufen ist. Es sieht verdammt nach einem Flash-Game aus. Weil das sieht man schon in einem Plattform-PC. Ja, Falco, what the fuck? So, wir klettern in den Berg hoch, weil von unten Lava kommt. Und sind irgendwie jetzt schneller als das Spiel, das eigentlich vorgesehen hat. Und da fliegt er fröhlich durch die Gegend. Eine Schienenfahrt. Ja, Hindernissen ausweichen und wir haben natürlich auch Doppelsprünge. See here we're a little bit low and sometimes I land like way above it. Look at that. Yeah, that's a good one.
Jo, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist auch ein Paint-Made-Klon. Ich weiß halt nicht, wie das Originalspiel aussieht. Also das Original-Deckteil. Wobei, ich weiß es. Es war 3D. Und das ist halt 2D. Ob es da auch diese Bergfahrt gab, diese Rutschfahrt. Das ist nix, die. Wow, Dive. Ja, mit Schlangen vorwärts gehen. Und wir sind im Dorf. Raffinator, gehörst du auch zu dieser Gruppe von Leuten, denn wie Mondschein? Im Prinzip alles schlecht finden, was mit der Nintendo Switch zusammenhängt. Das Phanox ist ein Fangame, würde ich sagen. Und die Dialoge klingen etwas. Ja. Cringy. Cringy. Sehr cringy. Aber das schaffst du, das Creepy Cutscene, sie aber uns am Better. Ich hab selber eine Switch. Okay. Ja. 15 Sekunden Autofahren. Und wir sehen auch, dass die Übergänge sehr gut sind, sehr sauber. Und da ist er jetzt eben in den Abgrund gestürzt. Das war natürlich nicht vorgesehen. Aber nun gut, das kann passieren. Und wieder eine Bruchlandung. War doch nicht. Wir haben eine Kanone und müssen jetzt erstmal trainieren. Erstmal diese ganzen Hindernisse zerstören, 20 Stück, und dann geht's weiter. Und erstmal wieder diese wunderbaren Dialoge, diesmal ohne Untertitel. Nee, du bist Falco. But yeah, entering buildings is extremely tough. Here's another pull boost. That's the easiest one in the game. Another side effect of pull boosting is we can literally scale walls. Ja, den Berg schnell hochklettern. Also these rocks are tough. Hitboxes are so big on those for some reason. Yeah, here's another tough pull boost. Okay, we got it. I might be able to skip a small part of the level here. Yeah, we got it. There we go. Okay. Hochspringen. Und diese Wirbelattacke, ja, dämpft etwas den Fall. Jo, wir müssen den Boss bekämpfen. Wie machen wir das? Ja, der ist empfindlich gegen scharfe, spitze Sachen, die von unten oben fallen. Ist dadurch gelähnt, wodurch ihn halt, ja.
Man sieht's ja. Es ist nicht möglich, ihn zu one-cyclen. David, ich bin gespannt drauf. Ja, das Spiel hat Grafikanstrengungen. Oh, schafft er es doch, den Boss zu one-cyclen? Weltrekordhalter hat er das nicht hingekriegt. Okay, geschafft. Lol, vollkommen indifferent, lässt sich treffen. So, mit der Echo kriegen wir Flügel. Und man sieht dieses wunderbare, exzellent animierte Light-Echo-Meter. Und wirklich sehr schön. Und es geht ins Dorf. So, und auf einmal haben wir Dialoge. Yay! Und kriegen eine weitere, eine bessere Wumme. Läuft. Diesmal brauchen wir nicht zu üben. Und wir fliegen zu den Ruinen. Und die wir jetzt erstmal hier durchmanövrieren müssen. Mondschein. In die letzten Worte sind die besten Worte, die du seit langem geschrieben hast. Das Orphor ist ein, ja, Fangame, würde ich sagen. So, Schulz ist zielbar, die Stahlbarren zerklöppeln, zerschießen. Und da sind Gegner, aber da sehen wir halt mit unserer Shotgun absolut kein Problem. Der beste Teil der Spielerei. Lol, Mebio. Ja. Auf einmal sind wir woanders. Wir sind wieder in den Ruinen. Nee, nicht zu Beginn des Trash-Blocks. Ende des Jack-Blocks. Aber die ESA hat keinen dedizierten Trash-Block. So, und jetzt sind wir Dark Jack. Als Dark Jack, was war das nochmal? Können wir halt höher springen, schneller rennen und mehr Schaden machen. Allerdings können wir damit nicht schlagen, weshalb er sich langsamer fortbewegt. In den CDI-Zell, das ist Konkurrenz. Ich glaube. Diese Cutscene! Diese Cutscene! Also, was ich sagen wollte, den CDI-Zell das Konkurrenz zu machen, dazu gehört schon einiges. So, und jetzt einfach nur, ja, schnell Auto fahren. Und zwar mit Speed! Das ist auch Full Games Block. Für mich ist es immer noch der Trash Games Block. Ey,
Exo ist in, einem, ist in keinem zurechnungsfähigen Zustand. Er ist hundemüde. Das ist ganz dann erklärt. Kommt garantiert gleich ein Echo von Exo. Ich warte nur darauf. Ich warte. Ich wusste doch, ein Echo ist da. keine Sorge, Exo. So. Ja, Autoscroller. Oder Autoshooter. Naja, wir schießen schon selber. Im Prinzip einfach nur die Gegner anvisieren und dann, ja, abschießen. Und dann am Ende fallen wir zu Boden. Also unterwegs müssen wir natürlich diesen ganzen Hindernissen ausweichen. Which is mildly amusing, I guess. Or this. It's pretty short, so it's not too bad. I don't know where he got the music from. Bang. Yeah. Alright. Und wieder Gegner abschießen. Okay. Mit unserer wunderbaren Shotgun. We got another combat section. This time we have to kill a lot more. Bleib da, wir sollen dich nicht direkt töten. Also dann indirekt töten. Sprich, irgendwann dein Frühstücksei vergiften oder so etwas. Das war Problem. Buffy Nation, lass das bloß nicht Yuki hören. Sonst springt sie dir mit dem Nacken ins Gesicht oder kratzt dir die Augen aus. Du weißt ja, wie Yuki in Bezug auf Kingdom Hearts ist. Ah ja, übrigens, da unsere alte Waffe keine Munition mehr hatte, sind wir zur neuen Waffe gewechselt. Hallo, Zero Beat. Ja, und der Bomb ist einfach mal eben kurz explodiert und wir sind auf jeden Fall so komplett zufällig woanders. So, sind jetzt im Gebirge. Das Formo stürzt natürlich unter uns ein. Es gibt rollende Steine, halt das übliche Klischee. Ja, und auf einmal sind wir in einer Höhle. Keine Ahnung wie, keine Ahnung wieso. Wir sind in einer Höhle. Ignorieren die Gegner. Okay, we're gonna try and skip an auto scroller here. So you're normally supposed to stand on this and just wait it until the end. We're gonna turn dark jack and go a little bit faster. Yep, we're gonna land on that. There we go. Okay, nice. Nehmt euch ein Zimmer, Exo und Blood Dive. So we finally found Daxter. Wake up, you piece of shit. Vor allen Dingen Peace mit Frieden. So he turns into Dark Daxter. Daxter sieht leicht verändert aus. Ja, Bosskampf. Wir werden gleich wieder Dark Jack. Und dann müssen wir halt den Kopf von Where Daxter oder wie man ihn auch immer nennen soll, angreifen. Oh, das ist anscheinend ein Glitch, mit dem wir ihn one-cyclen können. Läuft.
His health bar is a lot lower, so this goes by a lot quicker. Interessanter Glitch, kannte ich noch nicht. Instantly turns the mouse to over to skip because speedruns. Another portal? So. So this is genuinely the hardest level in the entire game. Wieder der Dark Jack werden, damit wir höher springen können und uns dadurch umso schneller hier durch dieses Areal bewegen können. Weil springen, das kann er. Weit springen, weit und hoch. Höher als der normale Jack. Als der normale Jack. Normal werden und dann die Gegner besiegen. Und dabei immer wieder vor und dabei immer vorwärts bewegen, immer Dauerfeuer. There are 40 of these that you have to kill, which thanks to the developer, I actually did not know the count of how many you had to kill, but yeah, it's 40. So we just inch our way closer and they just do some flips. They get stuck a lot, you have to spin them. Which is really bizarre. We actually managed to find very recently a clip through this red barrier, but there is no loading zone on the other side, so yeah, you can basically just let the enemies hit you and we'll push you through the barrier. Oder einfach stehen bleiben und dauerballern. Irgendwann ist das in der Nestwelt, wir können weiter. Und fliegen wieder durch die Gegend, müssen natürlich auf die Hindernisse achten. Also, angemerkt, das ist halt all Cutscenes. Dementsprechend würde ich jetzt auf die Angabe, die der VR-Bot da gemacht hat, nicht viel Wert geben. Wert legen. So, er versucht da jetzt was. Er ist jetzt auf der Lichtplattform. Aber er muss jetzt alle Gegner töten. Und da er keine Waffe hat, muss er ja auf seine Fäuste sich verlassen. Anyway, this is literally an elevator ride. It is like 2 minutes for some reason. You can jump and spin like this and they will never hit you. You can hold, you can punch into the wall like this and they will never hit you. So if you have anything, und der nächste Gegner. Now is the time. We are just waiting here. Of course I do. We've had a $5 donation come in from Chloe who says thank you for finally showcasing the best and highest quality Jack game ever made at a marathon. Es ist ein Autoscroller. Ja, der Regen sieht so episch, so fantastisch und unglaublich realistisch aus. Disconnect, weil die Hitbox in diesem Spiel so ein bisschen verquer ist. Sieht man ja auch darauf, dass wir getroffen werden, aber irgendwie kann sich da ein Schaden davon tragen. Tanzbutton Battle zwischen Platter und Captain X, so ja. Besser als in GTA Remastered, ja. Finaler Bosskampf. Wir werden zu Dark Jack. Wir müssen erstmal den Angriffen ausweichen. Wir müssen halt warten, bis der Gegner in der perfekten Position ist. Jetzt. Und draufkloppen. Und wird er wieder den Glitch anwenden? Wodurch der Bosskampf ein bisschen einfacher ist und er ihn one-cyclen kann.
watching Jack 3, the Journey Back Gold Edition. This has been a great run. Thanks for letting me show this game. And let's enjoy the final cutscene. Quick applause, let's go. Here we go. Und das war Jack 3, the Journey Back Gold Edition. Come on, Craig. Oh. Rip. I can't believe he's gone. We'll all miss him. Hey, I'm still here. Shouts to the mercenary here in the credits who made this game when he was 14. Yeah. Again, there were a couple of voice actors like BitClock and So. Yeah. And just various music from various games and stuff like that. Sonic Triple Trouble. Da ist Veni im Blut dran. Autobahn shows up twice, which is great. Yeah. But yeah, for now, you know, that's around it. We've got like there's like this as well, which I'm just. You just shoot random stuff. If you get a good score, it unlocks like this stuff, and if you get a good score on that, it unlocks. So he's got content here. He's got a character viewer. He's got some comments here. You know, this is a masterpiece. You know, Jack 3, the Journey Back Gold Edition. Thanks for having us. This is Ben. Yeah. I'm Ricky. Thank you so much. See you in the future, perhaps. Thank you so much for that run. That was awesome. If I may read out a few donations that are relevant to you. So we have a $5 donation that's coming from Flash Games are the only games, just saying unironically better than AAA games that I've bought, absolutely. And a $50 donation has come in from Friesen85, who says, the programming skills and the mentality to make this game as a 14-year-old. I would have liked to know this kid back in the day. Yeah. I think we all agree. Mm-hmm. Thank you so much for the run. Everybody, stay tuned. Coming up next. Oh yeah, shout out to Ibs also for doing a lot for this game in the early days. Yep. And being on the leaderboard twice somehow. I don't know how we did it, but he's there twice. So, Veni, Blue, ihr könnt gerne raufkommen. Yeah, exactly. We're just following tradition. Following tradition, I love it. All right, stay tuned, everybody. Coming up next, we have Sonic Triple Trouble 6. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Hi, Blue. Hi, Veni. Hi. Darf ich einen neuen Nebenkommentator haben? Nein. Ich hab das von Blue gerade gelesen im Chat. Keine Ahnung, ich hatte das gerade irgendwie im Kopf. Muss das loswerden. So, aber ist der schon umgeschaltet, ne? Ja. Jetzt will ich mal was gucken.